Auch sehr interessant, dass es Lester hier anscheinend als Textilfabrik getarnt hat. Er hatte ja auch irgendwie erwähnt, dass er ganz normal, also dass er nun mal einen Job hat und Steuern zahlt, dass er nun mal nicht auffällt, aber er ist ja schon so ein bisschen ein Computer, ja, ein Computergenie, weiß ich jetzt nicht, aber hat schon einiges drauf und ist auf jeden Fall so der Kopf der Crew, was ich ja, glaube ich, schon einmal erwähnt hatte. Aber gut, jetzt natürlich die Frage, wollen wir gleich zum nächsten Heist gehen? Würde sich ja anbieten, sonst haben wir auch keine andere Mission mehr übrig. Und jetzt müssen wir das Gas besorgen, ich glaube schon. Dann können wir das ja eigentlich machen, ne? Das ging jetzt sogar schneller als gedacht, den Wagen eben zu klauen. Okay, wir machen das mal wieder auf alte GTA-Manier, denn ich habe hier gerade keinen Wagen. Und deswegen klauen wir einfach mal einen. Yay! Gute alte GTA-Zeiten. So. Okay, machen wir mal wieder Self-Radio an. Ich werde auf jeden Fall mit der Zeit noch ein paar mehr Titel hinzufügen. So, das GTA 5-Theme. Sehr, sehr geil, muss ich sagen. Also, da habe ich bei der ersten Folge nicht schlecht gestaunt, als ich das gehört habe. Habe ich ja dann das erste Mal gehört. Auf jeden Fall echt richtig, richtig geile Musik mal wieder. Respekt an die Leute, die sich da um die Musik gekümmert haben. So, kurz mal etwas laufen gelassen. Okay. Entschuldigt die kurze Unterbrechung. Da steht. Ach so, ja, stimmt, unser Wagen, genau. Wir haben jetzt gerade einen ganz anderen. Ich wollte gerade schon sagen, das Ziel hat sich fortbewegt. Wir fahren jetzt mal hier entlang. Ich hoffe mal, wir finden das. Ist das hier auf der Spur oder da oben? Ist das oben auf der Brücke? Nee, ich glaube, da vorne ist es. Ah ja, schieße die Türen auf oder zerstöre den Transporter, um an die Ladung zu kommen. Klau den Humane-Transporter oder die Lösungen. Ach so, okay. Also entweder den ganzen Transporter oder nur mal nur das Gas. Jetzt natürlich die Frage. Ich blockiere den mal kurz. So, der wundert sich jetzt natürlich. Was soll der Scheiß? Und jetzt. Ja. Freundchen. So, ich mache das jetzt mal ganz schnell, weil ich will nichts riskieren. Bin ehrlich gesagt trotzdem ein bisschen angespannt. BZ-Granaten. Keine Ahnung, für was das BZ steht. Liefere die BZ-Granaten bei der Textilfabrik ab. Also, es sind nun mal die Betäubungsgranaten, die wir für den Raubüberfall brauchen. Okay. Hänge die Bullen ab, das machen wir natürlich. Schnell weg hier. Das haben wir, denke ich, relativ gut geschafft. Und jetzt müssen wir nur noch fliehen. Oh oh. Okay. Ich glaube, ich nehme das zurück mit dem gut geschafft. Wo sind wir denn hier gelandet? Ist das der. Ah ja, das ist der Flughafen, Tatsache. Ich wollte es eben schon sagen. Zwar ganz schön, dass wir hier sind. Flughäfen finde ich irgendwie auch immer cool. In den GTA-Teilen, wieso auch immer. Ja, das war nicht so gut. Devin. Na gut, egal. Hier gucken wir auf jeden Fall anders mal nochmal vorbei. Wir hauen. Ja, okay. Das ist ja nicht so gut gelaufen, glaube ich. Wir hauen mal rückwärts ab. Ich hoffe, wir schaffen das noch ganz gut. So, Fly US, hier der Flughafen. Aber gut, Airport Exit, aha. Ich lege mir jetzt einfach mal einen Punkt genau hier, dass ich ungefähr weiß, dass ich jetzt nicht irgendwie immer in eine Sackgasse reinfahre. Also, dass ich ungefähr einen Punkt habe, wo ich hinfahre. Na, die Polizisten sind ja natürlich direkt hinter uns. Okay. Jetzt bleibt natürlich. Oh. Na super, ein Reisebus. Der Wagen geht aber ganz schön ab, ne? Heilige Scheiße nochmal. Oh. Ah.
Moment, ich fahre mal kurz an dem Frontchen hier vorbei. Entschuldigung. Ich glaube... Oh ja. Das war gut, dass wir da nicht runtergefahren sind. Ich glaube, da geht es in die Schlucht runter. Da ist schon wieder direkt einer hinter uns, glaube ich. So. Es ist nämlich ganz gut, wie ihr seht, wenn wir nämlich den Kegel von diesen Polizeiwagen ausweichen. Also diese Suchlichter. Ah, okay, der war über uns. Habe ich nochmal Glück. Dann kann man die Bullen relativ schnell loswerden, weil in GTA 4 fand ich das dann teilweise doch sehr nervig, weil es echt schwierig war, die Polizisten manchmal loszuwerden. Wenn wir jetzt ein bisschen warten, dann können wir die vielleicht loswerden, weil die fahren gerade in eine andere Richtung. Da kommt jetzt noch einer. Ach, verdammt. Zwei. Wir fahren mal ein bisschen. Ah ja, okay. Ich glaube, wir sind so los. Sehr gut. Nice. Oh. Das wollte ich jetzt nicht. Da war eben das Cheatfenster. Wie habe ich denn das eben geöffnet? Hm. Naja. Hey, a car. Gut, dann fahren wir jetzt wieder zur Textilfabrik und liefern mal das Gas ab. Die zweite Zutat für unseren Raubüberfall. Ich glaube, so. Wieder das GTA 5 Theme. Während wir hier gegen Sonnenuntergang fahren. Definitiv wieder sehr, sehr geil. Macht einfach Spaß, hier rumzufahren, Leute. Ich weiß, ich habe das schon oft gesagt, aber ich muss es einfach sagen, weil ich mich echt mega freue, dass ich das Ganze hier echt endlich spielen kann. Weil ich ja echt ziemlich lange darauf gewartet habe. Den haben wir da eben runtergetackelt. Ich bin jetzt, glaube ich, ein bisschen blöd gefahren. Kein Problem. Nochmal hier rum. Nein, 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 das war schon wieder falsch. Ey, der ist mir hinten reingefahren. Mann. Manche Leute können echt nicht Auto fahren. Mensch, Mensch, Mensch. Okay. Bin aber echt gespannt, wie groß die Karte im Endeffekt ist, weil ich weiß, also ungefähr weiß ich das, aber so richtig vorstellen kann ich es mir trotzdem nicht, wie groß die Karte ist. Ich glaube, sie ist aber kleiner als in GTA San Andreas. Obwohl wir ja quasi an denselben Örtlichkeiten sind, trotzdem ist es in GTA San Andreas etwas gut, glaube ich. Glaube ich zumindest. Okay. So. Zumachen. Wir haben sogar den Aktenkoffer dabei. Und liefern jetzt das Gas bei Lester ab. Schöne Katze. Echt cool, wie viele Tiere es hier gibt. Echt geil. Okay. Da wären wir. Und liefern mal den Stoff ab. Ach ja, hier sind ja echt Leute. Also hat er hier so eine Textilfabrik oder... Wie kann ich mir das vorstellen? Ich denke mal schon. Einfach, dass er unauffällig wirkt. Für, ne? Muss ja aufpassen. So. Geh zum Absetzen und wir rufen Lester an. Einfach mal runterschmeißen. Hey, Lester. I got the good night gas. That's everything we need. I'll put out word that the score is ready to go. Now we all know why we're here. We've got a store to take. The plan is simple, elegant. Listen to Lester, pay attention to the information he gives you, and we'll all make a buck. If things go bad, you know the drill. This wasn't organized. We don't know each other. We got caught up in a robbery and acted in self-defense. But it's not going to be an issue because everything's going to go just fine. The alarm system is easy. Now, if I didn't need to be running things, I could have it offline myself. No problem. But you should be able to get us a pretty decent window. How decent depends on the job you do. Now, once it's down, you signal Michael. He makes the call. Things look good. We should be able to drop a present right through the air vent on the roof. Everybody goes to sleep. No problem. We take our time.
If we run into trouble, we move quickly and with force. Any questions? No? Let's go. Frank, you're with me. Ricky, I hope you can manage the truck with the bikes. Eddie, Norm, you got the van. Steig in den Wagen. Ja, und so startet das Ganze. Jetzt geht unser erster Überfall los. Die erste Heist-Mission in GTA 5. Nach dem Prolog, da haben wir schon mal einen Überfall gemacht, aber da sind wir erst mittendrin eingestiegen und das hat ja auch nicht ganz so geklappt, wie es sich Michael erhofft hatte. Begib dich zum Juwelier. Ich bin schon sehr gespannt, Leute. Wir fahren mit Franklin zusammen. Alright, you got it down? I got it. Because you use too much gas on these guys, you'll kill them. Well, shit, don't blame me the way these canisters is mixed. Just be careful. Yeah, okay. Listen, I stuck my neck out for you here. Man, you don't need to tell me that shit again. I got faith in you, F, but you're unproven. Unproven? For real? So I didn't prove myself when I jumped off the back of that yacht on the highway, huh? Yeah, but these guys don't know you. They see some gangbanger with a happy trigger finger. They got money and their freedom on the line. I ain't gonna fuck this up, man. Good. I got enough shit to worry about. So you cut corners on the quality of the crew, huh? I allocated resources the way I saw fit, okay? How's that? The driver's capable. The others, not so much. So, that's like what? Gunman and hacker? Yeah, the getaway should be fine. But we gotta hope these two hold it together during the robbery. Je öfter du Crewmitglieder einsetzt, desto besser werden ihre Fähigkeiten. Die Anteil erhöht sich dadurch nicht. Das ist auf jeden Fall sehr praktisch, also wenn wir bei derselben Stammbesetzung immer bleiben. So, und ich hatte auch noch gar nicht damit gerechnet, dass es jetzt gleich mit dem Überfall direkt losgeht, weil die Vorbereitungen gingen jetzt doch schneller als gedacht und ich bin, muss ich ehrlich sagen, doch sehr aufgeregt, aber das ist jetzt so eine Mischung aus aufgeregt sein und gespannt sein, weil ich sehr gespannt bin, wie diese Überfälle ablaufen, weil das sind ja diese, ich sag mal, Kernmissionen in GTA 5 und deswegen bin ich schon sehr, sehr, sehr gespannt. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Und ja, ich bin froh auf jeden Fall, dass wir Franklin mitgenommen haben. Das ist ja so eine, ich weiß auch nicht, so eine Art Freundschaft, die sich da aufgebaut hat. Kann man, glaube ich, schon sagen. Alright, this is it up there. There's a way. Hey, what? Oh, the site up to the roof. Man, we went over this. I'm cool. Ich war das nicht. Okay. All right, when the gas is in the ventilation system, give us the word. For sure, man. I got it. Begib dich auf das Dach. Okay, wir sind jetzt auf Franklin gewechselt. Jetzt bin ich schon mal sehr gespannt. So. Okay, hier waren wir ja schon mal. Excuse me, Exterminator. Okay, Franklin. Dein großer Moment ist gekommen. Pass bloß auf. Hey. There ain't no one around. That suits us. Come on, get up to the roof. Okay, hier waren wir ja schon mal mit Michael. Vor kurzem erst, als wir das Ventilationssystem begutachtet haben. Oder die Klimaanlage. So, getarnt als Schädlingsbekämpfungsfirma. So. Hey, so. Hier raus, die Vögel weggejagt. Eine sehr schöne Aussicht mal wieder, aber wir haben zu tun. Also dann, legen wir los. Hold on. Ganz ruhig bleiben, Michael. Oh, 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 Leute, ich bin gespannt, ob das gut geht. So, jetzt bin ich bin echt sehr, sehr gespannt. Sehr schöne Aussicht, aber wir müssen uns um andere Sachen kümmern. Dann einmal hier hoch. Almost there. We're in position.
Just gotta get where I can throw this. Hey, I saw you had some grenades on you. Don't throw them instead of the gas bombs. I think I can tell the difference. Danke für den Tipp. Ne, also ich meine, man weiß ja nie, was der Raffi wieder macht, ne? Also, ich meine mich damit, was ich so anstelle. Okay. So, da wären wir. Dann gucken wir mal. Halte Tab gedrückt und wähle mit Maus das BZ-Gas. Werf das BZ-Gas in den Lüftungsschacht. Okay, ich hab hier... Wo sind die denn? Hier sind die Granaten. Okay. So, auf Michael können wir auch gerade nicht wechseln. Ich denke, auf den werden wir dann gleich rüber wechseln. Hier sind die Granaten. Wie kann ich die denn... Da steht hier eins von zwei. Ich denke, da kann ich auch rüber wechseln. Wäre jetzt ein bisschen fatal, wenn ich die Granaten werfen würde. Aber wie kann ich denn da rüber wechseln? Ich weiß das gerade gar nicht. Moment. Ah ja, so. Okay. Sorry, Leute. Sit tight. Alte linke oder rechte gedrückt, um deinen Wurf auszurichten, drücke links, um zu werfen. Ach so, okay. Na dann. Jetzt kommt's drauf an. Na, komm schon. Jawohl. Sauber. That was it. They going out. Do you love her? Well, I love her a lot. I wasn't thinking it was... Think about it like this. I mean, I always say that... I told them to fix that goddamn AC! What's going on? Let's go. Go, 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 go! Okay. Drücke E, wenn du neben einer Vitrine stehst. So, klau den Schmuck. Gut, Leute, und jetzt wären wir bei unserem allerersten Raubüberfall. Okay, ich bin sehr aufgeregt, muss ich ehrlich zugeben. Ich freue mich und bin aufgeregt. So, komm schon, wir brauchen die Kohle. Unten rechts sehen wir ungefähr den Wert. So, Beeilung, schnell. 30 Sekunden, okay, Beeilung. Hier. So viel Schmuck wie möglich mitnehmen. Komm schon, nein. Hier. Okay, so, ich hoffe mal, die anderen sind kompetent genug, unsere Miträuber. Ach du Scheiße, Beilung. Ach du Scheiße. Let's go, come on! Okay, los. Gut, Leute, das war der Überfall. Ging schneller als gedacht. Folge der Crew. So. Wir hauen mit dem Crossbike ab. Mit dem Schmuck auf dem Rücken. Und jetzt müssen wir nach dem geglückten Überfall nur noch erfolgreich vor den Bullen entkommen. Und wenn wir das schaffen, dann wäre der Überfall geglückt. Ach du Heilige. Okay, das sind direkt unsere zwei anderen. Oh Mann, die Bullen sind schon direkt hinter uns. Ja, wow, nein. Okay. Nein! Ah, verdammt. Ach, verdammt. So. Aber echt geil, wo wir gerade sind. Ah, feuchtig. Nein. Ist ja so die Kanalisation, ne? Ist ja richtig cool hier unten. Echt geil, hier müssen wir auf jeden Fall nochmal hin. Aber jetzt muss ich mich erstmal darauf konzentrieren. Ah, nein, verdammt. Oh Gott. Das war nicht so gut. Ich muss mich gerade echt etwas konzentrieren. So. Ist echt die Kanalisation anscheinend, ne? Und einen Mann haben wir ja leider schon verloren. Verdammt.
Ah, so, okay. Leute, ich muss mich jetzt echt hier ein bisschen konzentrieren. Tageslicht! Okay. So, wir wechseln wieder auf, wow, Franklin rüber. So geht's auch. Okay, schalte die Cops aus, bevor du den Treffpunkt erreichst. Rechts sind Michael und der andere. Wir müssen jetzt wahrscheinlich die... Sehr gut, okay. Ich habe jetzt einfach mal die Bullen hier weggerammt. Okay, ich glaube, den werden wir auch erstmal los. So, Freundchen. Okay. Da vorne noch einer. Okay, sehr gut. I should have paid for a better gunman. What happened to his part of the score? I managed to pick it up. All right then, good work. Okay, ich glaube, wir haben es soweit geschafft. F, let's do this. Lester's around the corner at the lockup. Crewmitglieder sammeln Erfahrungen mit jedem Raubüberfall, an dem sie teilnehmen. Mit jedem abgeschlossenen Überfall verbessert sich ihre Fähigkeiten. Okay, die Fähigkeiten der Crew haben sich verbessert. Plus 25% jeweils. Okay, ich mach grad mal kurz das Radio aus. So. I thought you were gonna be stuck under a cop car. There gotta be more dudes waiting around that way. We did not just get away with that shit, did we? You know what? I think we did. Oh, man. All right. Fuck. Oh, one step closer to retirement. When L.I. fired me, they said I was dangerous. They was right, yo. All right, people. We need to split up. They're gonna be looking for a crew. I'll wire your cuts when the rocks have been sold. That shit was crazy, dog. So what now? We get out of here. Keep our heads down. Hey, you did good, kid. What'd I tell you, Lester, huh? Mm-hmm. All right, look, everybody take off. Hey, Franklin. Listen, Lester and I got some things we gotta clean up. I want you to stop by the house a little later on. We'll celebrate, all right? All right. Okay. Huh? Mm-hmm. Oh, man. We're back in action. Raubüberfall ausgeführt. Der Juwelenraub. Tja, das hätten wir geschafft.